Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Ich habe mich noch mal ein bisschen belesen zu verschiedenen Sachen. Und zwar brauchen wir unbedingt Flint bzw. Feuerstein, damit wir uns ein Messer herstellen können. Und das brauchen wir ganz dringend, um die Rehe besser jagen zu können, beziehungsweise ein Bogen wäre natürlich noch besser. Ich habe jetzt mal die Effektlautstärke ein bisschen höher gedreht. Ich hoffe, dass es in der Aufnahme passt. Denn man soll die guten Tierchen vorher schon hören können, bevor man sie sieht. Ich hatte die Effektlautstärke halt sehr, sehr leise, weil in der ersten Probeaufnahme das so dolle geknallt hat, dass man mich kaum verstanden hätte. Aber ich habe es anscheinend zu leise gedreht, denn wirklich viel hat man nicht gehört. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie das bei der Aufnahme hier ist. Wir haben 201 Kilo, das heißt, ich würde noch ein bisschen was in die Truhe packen, bevor wir uns auf den Weg machen. Damit wir nicht so schnell überladen sind. Was haben wir hier? Eine Hirschtrophäe. Ach nee, das ist ja schon wieder. Bin ich wieder falsch. Kohle haben wir. Stein, Lederreste. Münzen. Brauchen wir doch alles nicht. Buchensamen. Bernstein, wertvoll. Wo haben wir den denn her? Weiß ich gar nicht mehr. Naja, das passt erstmal. 135 Kilo ist okay. Wir können halt leider weder ein Speer noch einen Bogen bauen. Darum hoffe ich jetzt einfach mal ganz stark, dass wir zeitnah Wasser finden, damit sich das ändert. Warum steht er denn von alleine wieder auf? Wenn ich die Maus bewegt habe, dann es wäre an sich besser, wenn man sich mal ein bisschen hinsetzt und zwar ans Feuer. Weil dann bekommen wir den Status ausgeruht, wodurch wir um einiges mehr Ausdauer und so weiter haben, so wie ich mich die ganze Zeit hier durchkämpfe natürlich, ist das eigentlich gar nicht mal so schlau. Ich glaube aber fast dadurch, dass wir gerade draußen im Regen saßen, ruht der Gute sich nicht so aus. Deshalb würde ich doch mal gucken, dass wir uns hier noch schnell eine Feuerstelle ins Häuschen bauen. Lagerfeuer. Einmal dahin. Mit zu nah am Dings. So sieht's besser aus. Wir müssen halt gucken noch wegen Rauch und Gas und Gedöns. Haben wir das ganze Holz weggepackt. Aber jetzt haben wir ruhend. Jetzt sehen wir es gerade. Das ist nicht so ruhend. Es passiert mir aber auch immer wieder. Ich muss definitiv das Lagerfeuer da wegbauen. Wir bauen das noch schnell, solange die Nacht ist. Und dann gehen wir tagsüber definitiv auf die Jagd. Und zwar müssten wir... Jetzt hustet er. War das ein Husten? Ich glaube ja. Fehlende Voraussetzung. Ich habe doch gerade Holz eingepackt. War das nur so wenig? Und wie... Ich sollte es direkt abbauen. Wir machen das jetzt auch. Wir brauchen keine Kochstelle. Wir brauchen kein Feuer. Weg damit. Das kostet uns hier irgendwann mal noch das Leben. Und das wollen wir nicht. Plus noch zwei. Tatsächlich, es war gar nicht so viel. Müsste man mal gucken, wie man das jetzt... Wenn ich das abbaue... Mal Holz. Das kann es doch nicht gewesen sein. Ah nein. Ein voller Stack plus zweimal Holz. Ist natürlich die Frage, ob das reicht, ob das Spiel das checkt, wenn hier so ein Kamindings davor ist. Wir machen das jetzt mal ganz, ganz einfach. Muss ja auch nicht schön sein. Aber bevor wir das machen, würde ich hier oben dann noch zumachen. Moment. So. Und dann nochmal hier. Komm. So müsste der Rauch ja eigentlich abziehen. Aber irgendwie sammelt sich's doch im Haus. Wenn wir die wieder wegnehmen, wird das Feuer wenigstens sehen. Wir probieren es einfach mal aus. Jetzt setzen wir uns hier hin. Und jetzt haben wir oben ausgeruht. Ich weiß nicht, ob es gerade eben schon da war. Hab leider nicht geguckt. Aber okay, wir haben jetzt 11 Minuten. Und dadurch sollten wir auf jeden Fall um einiges schnellere Regeneration haben. Lasst uns kurz auf die Karte gucken.
würde sagen, wir gehen mal hier in die Richtung. Ungefähr hier lang. Und schauen mal, ob wir hier etwas Wasser finden. Weil gerade die Feuersteinaxt soll wohl das Nonplusultra zumindest für den Anfang sein. Habe ich keine Fackel. Irgendwas habe ich gehört. Aber ich weiß nicht genau was. Lasst uns mal noch schnell eine Fackel bauen. Ich höre auf jeden Fall Tiere. Was es jetzt genau für ein Tier war, weiß ich nicht. Da drüben. Ach Mist. Ah, und schaut euch jetzt mal die Ausdauerleiste an, mit was im Magen plus ausgeruht. Buff. Das macht auf jeden Fall einiges aus. Okay, gut, hatten wir gerade gehört. Es ist wohl sogar so krass. Ich hatte euch ja in der letzten oder vorletzten Folge den Pfeil erklärt in der Map mit der Windrichtung. Man da sogar gucken muss, von welcher Seite aus man sich an die Rehe ranschleicht, weil die sonst einen riechen können. Das sind genau diese kleinen Details, die mir so viel Freude bereiten im Spiel. Das ist schon Wahnsinn, an was die Entwickler da alles so gedacht haben. Den Löwenzahn lassen wir jetzt erstmal liegen. Haben wir genug von, können wir nicht essen. Aber ein paar Wildschweine wären schön. Langsam wird es auch wieder hell. Können wir die Fackel auch wegpacken, weil es kostet uns alles Bewegungstempo, obwohl ich mir bei der Fackel nicht sicher bin. Doch, minus 5%. Ah, kommt, nein. Ach, schade. Die habe ich nicht gesehen. Wir müssen näher ran. Sonst reicht das nicht. Also ich glaube, so kriegt man die einfach nicht. Leider, man hat wirklich sehr viel Glück. Uns jetzt hinhocken? Beruhigt er sich? Oder ist er jetzt über alle Berge? Man muss es übrigens doch nicht so krass abschätzen können mit der Ausdauer beim Schleichen, sondern man kann einfach kurz stehen bleiben und die füllt sich wieder auf. War ich auch etwas falsch informiert am Anfang. Wir erkunden jetzt einfach mal die Map und hoffen, irgendwo Wasser zu finden. Und ein paar Wild... Oh Gott, nein, 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 nein. In den dunklen Wald gehen wir auf jeden Fall noch nicht. Da ist Hugin. Ja, du wirst mir jetzt bestimmt sagen, dass der dunkle Wald nicht cool ist und ich mich erstmal besser ausrüsten soll. Aber das weiß ich doch längst schon alles. Ja, wo können wir denn dann hingehen? Hier geht der dunkle Wald anscheinend los. Doch nochmal ein bisschen mehr in die Richtung. Oh, hier haben wir eine kleine Jagdhütte. Bienen müssen wir unbedingt auch noch finden. Natürlich ganz cool hier. Da können wir sprechen kurz mit ihm. Hey, dieser Ort ist gefährlich. Du hast dich in den dunklen Wald begeben. Dieser Ort kann für alle, die nicht vorbereitet sind, äußerst tödlich sein. Stelle deine Werte unter Beweis. Deinen Wert unter Beweis, indem du Eiktür tötest. Was haben wir hier oben noch? Oh, ein Wildschwein. Jawohl. Oh Gott, eine ganze Herde. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Komm her. Na komm, renn nicht weg. Haben wir auch. Und seine Kumpels, denen ist das ziemlich egal. Waren anscheinend nicht die besten Freunde. Wir kriegen Lederreste. Hier haben wir Fleisch. So ein paar Lederreste wären echt schön. Zack, mit dem ersten Schlag. Und wieder Lederreste. Sehr schön, wir brauchen es. Jawohl. Zwei haben wir noch. Ui. Sollte vielleicht blocken. Und wieder Fleisch und Lederreste. Wir haben schon 4 Stück. Und du, mein Freund, dich auch noch. Na, ein Glück. Jetzt haben wir endlich Fleisch. Er hat keinen Lederrest fallen lassen. Oder doch? 5? Ich glaube schon. Und so ein bisschen Wald erkunden macht auf jeden Fall auch Spaß. Und der nächste.
Oh nein, das war ein Hirsch. Ich hätte mich anschleichen können. Ach, verdammt. Das sah aus wie ein Wildschwein. Keine Chance. Das brauchen wir, glaube ich, nicht machen. Wir lesen mal den Runenstein. Hör diese Worte von Ulf, einem armen Siedler in einem fremden Land. Du wirst hier gute Steine und gutes Holz finden, also alles, womit du ein Haus bauen kannst. Fertige ein Dach an, das dich vor dem Regen schützt, errichte danach Mauern wahrscheinlich, um zu verhindern, dass dein Dach zu Boden fällt. Am Ende fertige eine Tür, damit du hinein und hinaus gelangst. Diese Dinge hat Ulf gelernt, jetzt hält er sie auf diesem Stein fest, um anderen zu helfen, bete für seine Seele zu Odin. Ulf? Ich glaube an dich. Ist auch ein schönes Plätzchen hier. Aber wir haben auch was Schönes gefunden. Rennt der immer noch da hinten? Ja. Er ist für sein Lebensende oder bis zu seinem Lebensende komplett verschreckt. Hier sieht es wirklich schön aus. Bin mal gespannt, was alles noch kommt. Ausgeruht geht langsam zu Ende und wir müssten auch wieder was essen. Wir legen mal nach, damit unsere Ausdauerleiste wieder größer wird. Eine Hütte, aber auch keine Bienen drin. Ich habe einfach kein Glück mit den Bienen. Das sind Wildschweine. Die hören anscheinend schlecht. Ach komm. Nehmen alles zurück. Hat doch gut gehört. Trotz Schleichen hat er mich mitbekommen. Wo ist dein Kumpel? Da hinten ist dein Kumpel. Oh Gott. Aber alles kein Problem für uns. Man sieht es in der Ferne manchmal nicht so genau, ob es ein Wildschwein ist oder ein Stein. Die Unschärfe dann doch. Ah, eine Echse. Cool. Es läuft endlich. Und ich finde es auch sehr, sehr cool im Spiel, dass wir andauernd unsere Fertigkeiten verbessern. Einfach nur dadurch, dass wir schleichen, rennen, laufen. Na. Okay, diesen... Oh Gott. Beruhig dich. Ein Nixenschwanz. Weiß noch nicht, was man damit herstellen könnte. Aber das finden wir natürlich Folge für Folge immer weiter raus. Der Rest lässt gar nichts fallen, das finde ich ein bisschen schade. Der nächste Runenstein und da hinten. Jetzt aber. Ich sag's dir. Weiß nicht, ob wir vielleicht lieber mit der Fackel zuhauen sollten, damit die dann brennen. Windrichtung steht auf jeden Fall schlecht. Könnte sein, dass er uns riecht. Weiß nicht, ob die Fackel zu offensichtlich ist. Warum? Ich bin doch geschlichen. Ach Mist. Ich glaube, das ist wirklich eher was für den Fernkampf. War es halt... Legt er? Warum kann er jetzt nicht mehr mit der Fackel schlagen? Kommst du zurück, Wildschwein? Komm her. Gib mir Leder. Danke. Ja, ich glaube, die Rehe und Hirsche sind wirklich eher was für den Fernkampf. Das brauchen wir. Was mit ihm? Schwitzt er oder ist er nass? Läuft bei uns. Die Folge wird sehr gut. Ich freue mich sehr. Es wurde ja auch langsam Zeit. Wir haben jetzt, was haben wir hier? Wildschwein-Trophäe. Brauchen wir bestimmt später auch noch. Und 10 Lederreste. Gucken wir uns nochmal den Runenstein an. Dieses Land ist wild und ungetüm, doch wir alle sind noch viel wilder. Erfreue dich an den Geschenken, die du vor dir siehst, Reisender, des guten Holzes und Steins und auch der Früchte und Blumen des Waldes. Und besiehe dir auch die Wildschweine, die diese Länder durchstreifen. Fürchten das Feuer und die Hand der Menschen, doch du kannst sie fangen und zähmen. Nähere dich ihnen und biete ihnen Futter an, sie werden den Wurzeln des Bodens nicht widerstehen können. Das ist eine Sache, die ich tatsächlich auch schon gelesen habe, dass wir uns später eine kleine Wildschweinzucht aufbauen können. Das ist natürlich dann nochmal um einiges angenehmer, als hier ständig auf Jagd zu gehen. Aber ich glaube, damit können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen.
Rennt da hinten immer noch. Rennt wahrscheinlich nicht durchs Wasser, ne? Nee, aber wir haben Wasser gefunden. Hey, ich hab's gar nicht gesehen. Feuerstein, uhu. Wir haben's. Jetzt sehen wir's. Feuerstein-Messer, Feuerstein-Axt. Gerbergestell, Hackklotz. Hackklotz ist auch sehr wichtig. Damit können wir nämlich unsere coole Werkbank auf Stufe 2 bringen. Feuerstein und Feuerstein. Ach Mensch, ist das eine schöne Folge. Es hat endlich geklappt. Wir nehmen natürlich alles mit. Und das wäre schon fast ein... Ach, ist das schön hier. Guck doch mal. Wäre auf jeden Fall schon Ort für eine weitere Hütte irgendwann. Markieren wir das mal. Also ist das doch Wasser hier. Das sah nicht aus wie Wasser. Ich hatte vorhin schon mal so einen kleinen Strich in der Map gesehen. Markieren wir das trotzdem. Nee, nicht damit. Machen einfach mal einen Punkt. Wasser. Einfach nur, um mir diesen schönen Ort hier zu markieren, den wir eventuell später mal besiedeln werden. Oder besudeln, man weiß es nicht. Hallo Nixe. Gibst du mir was? Die sind nicht so lootfreudig. Dafür sind sie aber halt auch wirklich sehr easy. So, ich hätte gerne noch ein bisschen Feuerstein. Ich weiß nicht genau, wie viel wir brauchen für die Sachen. Wir können natürlich mal kurz eine Werkbank hierher zimmern. Und gucken. Ich glaube, das machen wir auch mal. Bauhammer. Bin immer noch irritiert, welchem Menü ich nach was gucken muss. So. Na komm, stell sie hier hin. Dankeschön. Ach, wir brauchen ja ein Dach. Nö, das zimmere ich uns jetzt nicht. Da habe ich gar nicht dran gedacht jetzt gerade. Ist ja aber auch nicht weiter schlimm. Dann sammeln wir jetzt hier erstmal was geht und gucken uns dann zu Hause mal an, was wir alles so Schönes damit bauen können. Sah gerade komisch aus. Hier haben wir noch einen Feuerstein. Danke, Fred. Beim Schwimmen müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Das frisst ohne Ende Ausdauer. Und wenn euer Ausdauerbalken zu Ende ist, fangt ihr an, Gesundheit zu verlieren. Also nicht zu weit hinausschwimmen. Und vor allem 2 Stunden nach dem Essen warten. Ich freue mich wirklich sehr. Wir haben endlich all das geschafft. Oder gefunden, besser gesagt. Was ich mir in den letzten Folgen vorgenommen hatte. Da ist ein Gräuling. Wenn wir mit dem Harz genau anstellen können, weiß ich auch noch nicht. So, gib mir Feuerstein. Laufen einfach mal hier das Ufer lang und sammeln ein, was geht. Mit dem Schilf hier können wir nichts machen, ne? Nö. Hier liegt überall noch Feuerstein. Sehr gut. Dann kann es auf jeden Fall jetzt bald auf Reh- und Hirschjagd gehen. Lederreste haben wir ja auf jeden Fall schon genug. Damit wir uns einen Bogen basteln können und mit der Feuersteinaxt wird das dann auch alles etwas angenehmer. Ich sehe gerade, wir müssen schon wieder eine Folgenpause machen. Die Zeit geht immer so schnell rum in dem Spiel. Oh nein, wir sind überladen. Gar nicht gut. Oh cool, die Echsenschwänze können wir essen und Federn haben wir auch. Ich weiß gar nicht woher. Müssen wir aber hier die 2 Holz mal wegwerfen. Und da hinten sind noch Häuser. Markieren wir das hier mal noch. Vielleicht hier so. Aus. Dann machen wir uns erstmal auf den Weg jetzt wieder nach Hause. Gucken mal, was wir alles Schönes bauen können. Ich snack mal noch schnell was rein. Und ja, dann sehen wir, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut.